Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Bau-Challenge, denn mir wurde letztens ein Video vorgeschlagen, in dem es darum ging, dass jeder Raum zufällig zugewiesen wurde. Und ich saß da und dachte mir, das ist doch genau mein Ding. Komplett chaotisch, da sehe ich mich. Dafür habe ich jetzt schon mal dieses Haus hier vorbereitet mit ein paar Räumen, mit zwei Ebenen. Das alles draußen, das soll uns nicht interessieren. Es geht mir hauptsächlich um das Innere. Und außerdem haben wir hier unser Wheel. Und ich habe hier so ein paar Sachen hinzugefügt. Ich habe das jetzt mal noch ein bisschen randomized, damit das hier nicht wahrgenommen wird, als ich könnte das in irgendeiner Form beeinflussen. Das ist genau die Menge an Räumen, die wir halt hier haben. Ich habe diese Räume so benannt, wie ich sie sonst auch hätte platzieren wollen. Es wird aber vermutlich nicht so weit kommen, dass die Räume, für die ich sie angedacht habe, dass das was wird. Ich würde natürlich sagen, wir fangen hier vorne an. Das hätte ich ursprünglich als Eingangsbereich angedacht. Dann schauen wir noch einmal mal, was wir daraus machen werden. Es wird natürlich die Küche. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es vielleicht das Badezimmer werden könnte. Das wäre als Eingangsbereich natürlich jetzt nicht optimal, sage ich mal. Küche ist vielleicht jetzt nicht perfekt, aber geht auch noch. Ich würde mal sagen, wir schieben mal die Tür ein bisschen rüber, weil dann kann ich hier die Küche so rundum bauen. Das ist sonst ein bisschen doof. Also in die Küche reinkommen ist ja noch halbwegs normal, würde ich sagen. Ich würde behaupten, viele Wohnungen haben die Küche relativ weit vorne. Ich habe irgendwie so viel Mint-Vibes und so in der Außendings. Deswegen werden wir einfach damit weitermachen. Ich liebe dieses hier. Dann können wir diese wunderschöne Küche aus Home Chef Hustle nehmen. Ja, mehr Shelves können wir uns leider nicht leisten, weil das hier ein bisschen eng ist. Jetzt noch ein bisschen Deko. Toll! Also das nenne ich mal eine Küche. Wenn sie jetzt nicht gerade im Eingangsbereich wäre, ist es auf jeden Fall an sich ganz gemütlich, würde ich sagen. Dann würde ich jetzt in den Raum gehen, den ich tatsächlich als Küche angedacht hatte. Wir removen das natürlich. Wir brauchen keine weitere Küche. Und dann schauen wir mal, was hier jetzt abgehen wird. Es bleibt spannend, denn wir bekommen jetzt Badezimmer. Ein bisschen groß für ein Badezimmer, oder? Kein Problem, dann leben diese Menschen anscheinend in Luxus. Das wird so übertrieben, ich kann nicht mehr, jetzt schon. Aber dann können wir wenigstens so eine Eckbadewanne oder so dahin machen, weil die benutze ich nie. Vielleicht können wir den Raum ja so ein bisschen unterteilen oder so, weil, also, sonst ist das hier ganz schön leer. Ja, wie wäre es damit? Dann ist das so ein bisschen abgeschirmt. Oh, vielleicht sollte man auch ein Waschbecken da rein platzieren. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier jetzt noch reinstellen soll. Vielleicht eine Pflanze. So, noch besser. Vorhänge im Badezimmer, sehr gut. Hübsch, oder? Dann gehen wir zu diesem Raum. Diesen Raum habe ich mir gedacht, dass man daraus ein Esszimmer machen könnte. Mal schauen, ob es das jetzt wird oder nicht. Es bleibt spannend, denn dieses Mal ist es das Büro. Ja, geht eigentlich noch. Immerhin ist Büro noch einigermaßen okay, wenn man da durchlaufen muss. Ist jetzt immer noch nicht das Beste, aber es ist okay. Wir machen so ganz classic. Und dann können wir die Tür ein bisschen rüberziehen. Dann steht man nicht mitten im Bücherregal. Diese Grauton. Der passt eigentlich hierzu. Irgendwie finde ich, das ist voll der Vibe für so ein Büro. Der Teppich ist an sich auch voll gut, aber in den Farben. Oh. Schön. Ich glaube, dass das nicht wirklich nutzbar ist so, aber es sieht trotzdem süß aus, oder? Ich glaube, ich finde das gerade sehr angenehm. Ich bin irgendwie Fan. Der Raum, den habe ich mir angedacht, eigentlich als Wohnzimmer. Ich bezweifle aber, dass wir das bekommen werden. Aber ich lasse mich überraschen. Es wird wohl eher ein Spielzimmer. Da beschwere ich mich eigentlich nicht. Was ich mir darunter vorstelle, ist halt, ja, dann stellt man da sowas hin. Also, man kann Dart spielen und man kann Tischtennis spielen. Das war so meine Überlegung. Und so viel mehr Platz ist hier dann auch gar nicht mehr. Schade Marmelade, ey. Vielleicht tausche ich die Tischtennisplatte auch mit einem Kicker aus. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Kann natürlich auch die Tür ein bisschen verschieben. Dann kann ja wenigstens noch so ein Spieltisch hin. Warte, dann mache ich das vielleicht so. Ist doch eigentlich ganz süß. Das ist doch cool. Mit so ein paar Wimpeln und so. Nice. Ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Raum. Ich stelle hier noch eine Pflanze in der Ecke. Aber ich finde es trotzdem irgendwie süß. Sehr cool. Dann würde ich den Raum machen. Offensichtlich ist das ein Flur eigentlich. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt einen Flur daraus bekommen werden. Das wäre natürlich cool, aber es ist der Flur.
Und ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich darüber. Weil wenn das hier ein Schlafzimmer oder so geworden wäre, ich glaube, das wäre sehr ungünstig. Es wird natürlich jetzt relativ einfach eingerichtet werden. Es passt nicht ganz, aber ist doch egal. Also, ne? Man darf halt nur nicht zu genau hingucken. Ja, ist halt ein Flur, ne? Nett. Dann haben wir hier einen Raum, den ich eigentlich als Badezimmer angesehen habe. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen werden. Es bleibt spannend. Es ist natürlich der Eingangsbereich. Ganz normal. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal der Vibe, den ich erzielen will. Jetzt brauche ich noch so einen ganz großen Spiegel. Sowas. Und dann könnte man da noch so einen Tisch drunter stellen, wo man dann so Sachen abstellt. Ja, ist eigentlich ganz gut. Das hat auf jeden Fall den Vibe eingefangen, den ich wollte. Nur, dass es halt nicht der Eingangsbereich so richtig ist. Es sieht nur so aus. Wir gehen lieber nach oben. So, dann kommt dieser Raum hier. Und daraus wird natürlich ganz entspannt ein Wohnzimmer. Ist doch klar. Wenn wir das ein bisschen rüberschieben, können wir hier vielleicht eine Fernsehwand draus machen, eine kleine. Bin jetzt schon gestresst davon. Vielleicht machen wir auch einfach einen kleinen Fernseher dann draus. Okay, es sieht aber auch genauso kacke aus. Aber ein Sofa ist nicht. Es ist wahrscheinlich das Wildeste, was ich hier gemacht habe. Ah, ist das schön. Toll. Guck mal, das kommt in genau denselben Tönen fast. Schön. Haben wir hier auch noch ein bisschen Musik. Ja, doch. Also kann man machen. Womit wir halt hier arbeiten mussten, also, ne? Ist schon in Ordnung. Ich würde sagen, dann gehen wir in diesen Raum. Daraus wollte ich eigentlich das Kinderzimmer machen. Wir haben eine 1:4 Chance, dass es vielleicht auch das Kinderzimmer werden könnte. Aber es wird anscheinend das Schlafzimmer. Was grundsätzlich in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Ist jetzt vielleicht auch nicht das größte Zimmer, aber es ist auf jeden Fall genug Platz, um daraus ein Schlafzimmer zu machen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wie wäre es, wenn wir was Lustiges machen hier mit so ein paar Mustern? Das ist jetzt ja eine Sache, die mache ich nicht so oft, deswegen... Heute ist einfach der perfekte Moment dafür. Ich hasse es auch ein bisschen, aber ist okay. Manchmal lässt es sich nicht ändern. Können wir nicht bitte irgendwie so richtig schmale Kommoden haben? Weil, also der geht ja noch, aber irgendwie die meisten anderen, die stehen so 5 Meter in den Raum rein. Ja, ist ein bisschen eng, ne? Dinge passieren. Einfach schön. Also, jo. Also, wie gesagt, das ist okay. Wir gehen mal lieber nach nebenan. Das ist das Zimmer, was ich ursprünglich als Spielezimmer angedacht habe. Stattdessen machen wir daraus natürlich ein Kinderzimmer. Finde ich okay. Ist eine gute Größe für ein Kinderzimmer, ne? Vielleicht ein bisschen kleines Fenster. Nur ein Fenster. Ist ein bisschen wenig. Aber grundsätzlich kann man das schon machen. So, dieses Kind bekommt jetzt richtige Girly-Vibes. Ich bin bereit. Ich lieb's ja so sehr. Doch, ich bin echt Fan. Süß. Girly-Vibes. Dann gehen wir in den kleinen Raum hier. Das ist offensichtlich ein Badezimmer eigentlich. Es ist jetzt eine 50-50, ob es das Badezimmer oder das Esszimmer wird. Und es ist sehr knapp, aber es ist das Badezimmer. Gott sei Dank. Wenn die zwei so riesige Badezimmer gehabt hätten, ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte. So, das ist doch schon eher ein Vibe von meinem Badezimmer, wie ich mir das vorstelle. Schön. Und zu guter Letzt ist nur noch das Esszimmer übrig. Und was soll ich sagen? Das hier ist ein sehr großes Esszimmer. Und vor allem sehr weit weg von der Küche. Dann kann man ja auch mal ein bisschen übertreiben, ne? Es ist so wild einfach. Jetzt will ich noch so eine Gallery Wall haben. Selbst die sieht klein aus einfach. So, dann bringen wir wenigstens ein bisschen was Wildes hier mit rein. Also ich glaube, hier kann man eine coole Zeit haben. Lege ich hier noch einen Teppich drunter, wie es sich gehört. Sehr cool. Ist mal was anderes, ne? Also, wir machen erstmal ganz kurz einen Recap. Wir kommen rein in unsere Küche, haben dann hier ein riesiges Badezimmer, gehen dann durchs Büro ins Spielzimmer, kommen in einen Flur, haben dann hier den Eingangsbereich. Wenn man hochgeht, kommt man natürlich ins Wohnzimmer. Dann haben wir unser Schlafzimmer und unser Kinderzimmer. Und hier ist noch unser Badezimmer. Und zu guter Letzt haben wir ein riesiges Esszimmer. Es ist einfach lustig. Ja, ich werde es erstmal nicht in die Galerie hochladen, außer ihr möchtet das unbedingt haben. Dann kann ich das natürlich gerne noch hochladen. Aber ich glaube, dass die wenigsten mit sowas Wildem etwas anfangen können. Mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Probiert die Challenge doch selber mal aus und sagt mir, wie viel Luck hattet ihr oder war es sogar noch schlimmer als bei mir? Also ich meine, grundsätzlich ist es alles jetzt nicht so wild. Ich hatte schon wirklich Angst, dass wir wirklich Badezimmer als Eingangsbereich kriegen und sowas. Dahingehend ist es ja echt okay. Wie gesagt, teilt mir gerne eure Erfahrungen mit. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir hier sonst nochmal auf dem Channel so machen können als Challenge, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!